Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Omsi. Und heute mit einer kleinen Besonderheit. Wir haben einen Gast hier bei uns. Wir haben Pikey1904 mit an Bord. Er wird ebenfalls Omsi fahren. Aber das werdet ihr, seine Sicht werdet ihr auf seinem Kanal sehen. Und jetzt sag doch mal was. Während ich hier meinen Bus schon mal starte. Warte, ich hab... Entschuldigung. Hi, okay. Ja, also wir fahren die Strecke von U-Bahn Ruhrleben zur Nervenklinik. Jetzt habe ich das Problem, wie du gestern gehabt hast. Ich kann mein Gaspedal will nicht. Also ich höre das Gaspedal, aber er fährt nicht vorwärts. Da musst du öfter mal ein bisschen die Bremse und so lösen und anmachen und so weiter. So, da müssen wir einmal Route 01. Ja, meiner will nicht vorne fährt hören. Was will deiner nicht? Meiner fährt nicht vorwärts. Hast du Bremsen alles gelöst? Ja. Handbremse? Ja, ja, jetzt wird wieder angezogen. Was? Ich hab die Handbremse gerade wieder angezogen. Ich roll gerade den Berg runter. Dann Bremse. Ja, er hat noch nicht wirklich viel Erfahrung genommen, sie, deswegen möchten wir das mal entschuldigen. Ich weiß nicht, was du jetzt machen musst. Ich gerade nur den Berg runter. Dann Bremse. Ich noch nochmal einen Motor, Elektrik und... Hast du den Gang eingelegt? Nein, wie mache ich das? Mit D. Oh, ich fahre! Ja, jetzt stellen wir uns mal... Also ich fahre jetzt mal los, ne? Nein, du stellst dich... Oh, das Licht brauchen wir noch anmachen. Ich stelle mich jetzt hier mal am Bahnhof. Mach das Licht nochmal vorne an. Mit Select. Ja. Select. Ja, Leute, ich habe hier jetzt alles eingestellt. Wie ihr seht, benutze ich jetzt auch das Ibis. Jetzt mal vernünftig. Die Fahrkartenverkauf hatte ich zurzeit mal an, aber dann hatte ich extrem lange Verspätung. Deswegen habe ich ihn mal wieder ausgemacht. Ey, meine aber Türen gehen nicht auf und zu. Du musst die Parkbremse, die Haltestellenbremse anmachen. Leute, ihr müsst das mal entschuldigen, er spielt jetzt vielleicht seine erste oder zweite Fahrt überhaupt, deswegen möchten wir das mal entschuldigen. Bei mir will keiner einsteigen. Oh, die Bahn, der Bahnhof ist da vorne. Du musst die Linie auch anmachen, ne, vorne. Hast du das alles angemacht? Welche Linie? Dein Schild vorne. Das ist doch automatisch an. Nein. Nicht? Nein, du musst auf... Drück mal Alt. Und dann diese 92 E. Und dann 100, 137 zur Nervenklinik. Hä, 130? Entschuldigung, ja. Oh. Jetzt sollen sie bestimmt alle einsteigen. Warte kurz, muss ich kurz gucken. Nö, steig doch mal ein, ihr Missguten hier. Ja, sonst fahr einfach gleich los. Weil ich fahre jetzt gleich los. Also in ein paar Sekunden. Tschüss. So, jetzt geht's los. Auf geht die Fahrt. Meine erste Omsi-Uhr hat ein bisschen lang gedauert, ich hatte technische Probleme. Ja, und ich muss mich entschuldigen, dass keine mehr rausgekommen sind, weil ich fand, wir haben jetzt schon so gut wie die komplette Map gezeigt. Und ich wollte auch mal darauf warten, dass ich mit Pikey spiele. Und der hatte halt noch Probleme und wir mussten das gemeinsam zum Laufen bekommen. Und das hat noch nicht so funktioniert, wie es sollte. Aber jetzt ist es endlich soweit. Und wir fahren unsere erste gemeinsame Tour mal. Ja. Hast am Linker liegen und stehst erstmal an der roten Ampel ohne Fahrgäste. Hast du auch draußen, steht jetzt dran 130 zu Nervenklinik? Krematorium. Ja. Ja, dann wollten die anscheinend nicht mit dir mit. Die mögen mich nicht. Ja. Passiert, ne? Ah, ich blinke an. Ja, hab ich ja. Grün. Es kann sein, dass ich ein paar Crash baue. Ich habe auch schon zwei Leute umgefahren in meiner Testfahrt, aber... Ist halt so. Ich habe Haltewunsch, obwohl ich gar keine einsteigen lassen habe. Dann hast du ja doch welche drin. Ah, scheint so. Ihr müsst mir sagen, ob der Sound laut ist und ob ihr mich gut hört, weil für mich ist der Sound nicht extrem laut, sondern sehr laut. Ich weiß auch nicht, ob ihr ihn versteht, also Pascal. Ich hoffe, ihr versteht mich. Das wird halt in den nächsten Parts ein bisschen geändert.
Zur Not kannst du auch hier meine... Entschuldigung. Ja, bei ihm war es ja auch in der ersten Folge auch ein bisschen laut, der Sound, ne? Ja. Ich habe jetzt aber, ich nehme ja den Sound über Teamspeak jetzt auf, dann kannst du meine Sounddatei haben, falls zu laut ist, und mit Camtasia dann zusammenschneiden. Kannst du auch den Sound vom Omsi leiser machen dann. Ja. Mal gucken. Guten Tag, du Schwuchtel. Oh, sorry, kleines Kind. Oh, ich bin schon 1,1 Minuten verspätet. Ich hab 0,7. Egal. Aber durch die Ampel. Alles drin, alles dran, alles Bingo. Und weiter geht's. Da war noch gelb. Das haben wir noch gerade so geschafft hier über die Ampel. Erstmal stellt wieder auf machen. Es kann sein, ich spiele drin mal mein Lenkrad neu kalibrieren muss. Das ist davon, wenn man irgendwo rüberfährt und mein Lenkrad, das kalibriert sich dann neu. Und die Leute backen gerade mit mir voll rum. Ja. Also mein Lenkrad ist auch gerade echt schräg gerade. Leute, mein Lenkrad. Eins ist an. So, bei mir gibt es halt noch technische Probleme, das ist aber... Das lösen wir alles noch. Oder wir versuchen es zu lösen. Ja. Wie, du willst nicht mehr mit, du Mongo? Ja, dann hast du Pech gehabt. So, fahren wir weiter mit 1,7 Minuten Verspätung, aber... egal. Ich hab 0,5. Die grüne Arbeit schaffen wir noch. Die grüne Arbeit schaffen wir noch. Das sind Gäste, langsam hier ranfahren. So, vielleicht haben wir schon mitbekommen. Bei mir gibt es jetzt auch Ansagen. Da ich halt übers Ibis fahre, dann kann man halt die Ansagen direkt machen. Das werdet ihr bestimmt auch bald mal bei Pikey sehen. Oder hören, oder... wenn er das auch eingerichtet hat. Das dauert bei mir aber noch, weil ich immer noch ein paar lang bin. Aber das schaffen wir auch so noch hinzubekommen. Ja, irgendwann klappt das schon. Also, ja, jeder Anfang ist schwer, sagen wir es mal so. Und ja. Weißt du, wann kommt die Folge eigentlich raus? Pascal? Montags? Mal gucken. Mal gucken, wann die rauskommt. Vielleicht kommt die Weihnachten raus. Mal sehen. Vielleicht für die anderen, weil im Moment, ihr müsst es so denken, ist es jetzt der Sonntag vor Weihnachten, also der vierte Advent. Im Moment laden wir gerade eine sehr, sehr lange, interessante Sache hoch, die wir aber noch nicht verraten, was es ist. Oder haben wir das schon mal irgendwann gesagt? Ja, das Weihnachtsfrische. Ah ja, das Weihnachtsfrische mit Minecraft. Ich weiß nicht, weil es im Bus, fuck, im Bus ist zu kalt. Da muss die Heizung anmachen. Wie mach ich das nochmal? Über dir. Der nächsten Haltestelle. Ich sollte, glaube ich, erstmal fahren, bevor ich die Heizung anstelle. Ja. Mach ich an der nächsten Haltestelle? Mach ich an der nächsten Haltestelle? Oder ist gerade rote Ampel? Ja, rote Ampel. Langsam mal ranfahren. Und diese zwei Knöpfe unter den unterm Licht. Hast du das Licht überhaupt angemacht? Ja, habe ich. Okay. Auch das Licht im Bus? Ja. Okay. So, jetzt machen wir mal kurz die... wo ist die... da... auf 2 plus Mock, das ist da oben. So, Heizung ist jetzt erstmal an. Leertaste, guck, zack, wir können mal rein, zack. Dann geht's auch gleich weiter. Ups. So. Ja Leute, wir sind hier eigentlich noch relativ pünktlich unterwegs, also ich zumindest. Ich bin 1,7 Minuten, aber ist ja egal. Ich habe 0,0 gerade. Schön, ich habe gerade 1,5. Ja. Da ist die nächste Haltestelle, glaube ich. Ne, geradeaus. Jetzt sollen wir bis zeigen. Alter, bei mir leuchtet gerade irgendwas ganz gelb. Das heißt, die wollen aussteigen. Haltewunsch. Ja, Haltewunsch. Das ist ich auch gerade. Haltewunsch. Und da ist die nächste Haltestelle. Und da wird Auto abbiegen. Habe ich mitgenommen. So. Kann man mal machen. Zack. Hör auf. Handbremsen müssen wir nicht unbedingt mal ziehen. So, lassen wir die Leute einsteigen. Ja, steigen auch Leute aus. Sehr gut. So, hier müssen wir einmal rechts abbiegen gleich.
Ja. Huch. Aber im Moment fahre ich gut. Mein Lenkrad muss ich nicht neu kalibrieren. Grenadierstraße. Leute, bei mir blinkt gerade alles. Mein Blinker läuft gerade an. Oder da muss ich rechts abbiegen. Ich muss hier rechts abbiegen. Rechts abbiegen, langsam an die Kurve. Ist da jetzt gleich eine Dings? So, bisschen noch weiter ran. Zack. Eine Haltestelle. Bist du gerade bei der Grenadierstraße? Ja. Oh, da war ich auch gerade. Aber dann hast du jetzt... das ganze Zeit an. Du musst ihn wieder hochmachen. Ja, ich weiß noch nicht, welche Richtung. Probier aus. Zack. Leute, blinkt noch immer. Zack. Blinkt auch noch immer. Kein Anfänger, hab ich die Warnblink an. Kann auch sein. Ich stell die nochmal aus. Upsala. Mit Dreieck. Ich stell die Warnblink aus. Mit Dreieck. Ah, nimm mein Blinker an. Ja, da war Blinker waren. Jetzt muss ich aber erstmal rechts hier. Kurve. Langsam fahren, nicht mehr Kartstein, bist zu schnell. Bus dreht sich halt. Aber jetzt wieder Vollgas geben. Nochmal rechts, blinken. So. So, hier sind wir pünktlich also, unterwegs. Du hast jetzt auch nicht mehr viel Verspätung, oder? Also dürftest du nicht. Nee, 0,9 Grad. 0,9? Du bist auch denn so weit wie ich. Ich hab ja. 0,0. Und 0,1 jetzt. Sie fahren schlecht, Passagiere aufsteigen wollen. Ja. Sehr positive Bewertung. Ja, habe ich auch bei mir mal gesehen gehabt. Ich hab 24% oder so. Hier können wir einmal von draußen mal sehen, wie wir hier abbiegen. Also so schlecht finde ich fahre ich ihn für meine zweite oder dritte Fahrt. Das geht schon ganz schön ab. Also unser Bus ist ja auch gerappelt voll. Ja, bei meiner auch. Dafür, dass ich angeblich so schlecht fahre. Ja, es spricht dich vielleicht ja nicht rum. Also noch nicht. Ja. Haltestraße. So, hier ist eine Haltestelle. So langsam ranfahren. Bremsen, 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 bremsen. Zack, zack, also, zack, zack, zack. Leute, ich muss mich mal entschuldigen, dass... Meine Ansagen, wenn es zu spät kommt, die muss man nämlich selbst machen, dann vergesse ich die teilweise. So. Ey, der Typ schneidet mich! Hub ihn an. Ja, ich hub schon. Du bleibst denn da stehen, du Mongo! Na, Alter, toll. Wie fährt der? Jetzt müssen wir erstmal die Polizei rufen. Musst du Polizei rufen? Ja. Jetzt habe ich 9 Minuten Warum? Verspätung. Weil er in mich reingefahren ist. Oder stehen geblieben ist. Wie das dann angezeigt, Crash? Unfall, steht oben. Und dann muss man die Polizei rufen. Jetzt habe ich 9 Minuten Verspätung. Ich habe gerade 0,1 Verspätung. Ohne rote Ampel ist das? Nein, eine Haltestelle. Und rote Ampel. Ja, sehen, ob wir noch ein bisschen Verspätung hier aufholen können. Wer der muss schlecht. Die Leute waren auch schlecht. Oh ja. Ich weiß nicht, ob ich geradeaus oder links fahren muss. Steht da nicht? Ich kann... Nee. Wo bist du denn? Ich glaube, ich muss geradeaus fahren. Wo bist du denn? Nächster Halt ist U-Bahn Rathaus Spandau. Da musst du geradeaus fahren, dann kommt eine lange Kurve. Ja, ist das da, wo wir letztes Mal so ein Problem hatten, wo du irritiert warst? Das kommt danach, jetzt als nächstes. Das werde ich nämlich gleich auch sehen, wenn das immer noch so blöd ist. Warum kann ich nicht weiterfahren? Ja, Tür, geh mal zu. So, grüne Ampel. Oder fährt noch ein Auto? Tatsächlich über die Ampel. Rot. Mann. Gar nicht. Mit der ersten Fahrt, die ich hier aufnehme, ist es gar nicht so schlecht. Wo ist die Haltestelle? Ist das gar nicht so schlecht. Vorne ist die Haltestelle. So, Leute, jetzt seht ihr hier gleich. Alter. Hier zeigt man mir an, danach ich soll rechts abbiegen. An der Galenstraße zur Nervenklinik muss man links abbiegen, nicht rechts, meine ich.
Hallo, aber Junge, wenn man hallo, da drauf Mann, ist, dann werdet ihr sehen, dass man, ja, dass da dann auch nichts mehr ist. Und das dann ist aber kein Pfeil mehr und man, es wird nicht mehr gesagt, wo man hinfahren soll. Kann ich das mal zeigen? Ist das nicht schon die Endhaltestelle? Nein, noch lange nicht. Aber wo soll ich jetzt hier anhalten? Gar nicht, ne? Wo? Du hattest rechts eine Haltestelle. Da rechts war eine Haltestelle. Ja, und dann fährst du einfach rum und dann fährst du wieder links. Und also einfach dann weiter, wie du vorher. Okay. Ich biege jetzt auch einmal rein und dann fahre ich einmal im Kreis und fahre... Weil ich sehe hier keine Haltestelle, da ist nichts eingeblendet, dann halte ich da auch nicht. Oh, jetzt fahre ich einfach geradeaus. So Leute, hier muss ein Flicker werden und einmal links. Und dann ist man wieder hier. Und man weiß halt nichts, ne? Ja, was man noch machen soll. Das ist sehr komisch. Es gibt natürlich hier noch ein kleines Bugs, warum das Lenkrad immer neu kalibriert werden muss. Aber ja, es sind halt Bugs, weil es halt noch nicht einfach ist und ja, es wird sicherlich noch da gearbeitet. Also wird irgendwann besser werden. Die fahren so schlecht, dass Passagiere aussteigen wollen. Ja, das habe ich auch eben schon öfter gelesen. Ja, ich auch. Ja, passiert, ne? Ja, ich habe mal minus 0,5 Minuten gerade. 30 Sekunden bin ich. 7 Minuten Verspätung. 7,6. Hast du aber auch schon einiges wieder aufgeholt, ne? Ja, anderthalb, ne? Ja. Muss mal ein bisschen so Heizung wieder runterdrehen. Grüne Ampel, können natürlich geradeaus fahren an das Haltestelle. Linksblick anmachen. Langsam diesmal sehr gut gekommen haben die Kurve. Lobst du dich jetzt selber? Wieder ein. Ja, auf jeden Fall. Ich habe das wäre sehr, sehr gut. Naja, für mich. Ja, los, steig ein. Hier musst du. Gleich weiterfahren. Ah, fuck. Gelbe Ampel. Oder rote Ampel jetzt. So, weiter geradeaus. Jetzt muss ich rechts blinken. Blinker ist normal gewesen. Kann ich auch schon gleich wieder anmachen. So, rechts hier rein. Zack. Und grüne Ampel mitnehmen. Bisschen langsamer fahren. Rote Ampel, aber egal, war gelb bei mir. Das sagen so. Sie alle. Oh, ich habe es halt schon übersehen. Das ist blöd. Egal. Dalburger Straße. Ja, komm, steig ein. Ja, Leute, was kann ich dafür, dass ich zu spät bin, wenn der Spaß die da war? Ich muss ja auch halt. Zeppelinstraße, Wegefelder Straße. Jetzt fahren wir gleich einmal rechts rum. Huch. Da, wo Peike eben schon war, glaube ich. Die Ampel ist rot natürlich, wie immer. So, Pike hat wieder am Start. Am was? So, Pike hat wieder am Start. Warst du eben weg? Ja, mein Vater kam gerade rein und wollte wissen, was ich am Mittag Abend esse. Also welche Pizza. Komm so, jetzt zu hat sich mein Lenkrad wieder. Oh nein. Ja, im Moment ist gerade mein Lenkrad wieder schief. Das will ich jetzt gerade nicht einstellen. Das ist so ein komischer Bug. Lenkrad-Bug oder irgendwie sowas. Ah, jetzt geht's wieder. Sehr, sehr komisch. Aber naja, ich bin jetzt gerade... Ich habe wieder 9 Minuten Verspätung. Falkenseer Zeppelinstraße. Zeppelinstraße. Ich bin gleich Spekteweg. Dann bist du weiter als ich, glaube ich. Ja, glaub schon. So. Ich bin immer ins minus 1,6 Minuten, habe ich gerade. Bei mir steht fast immer alle 10 Sekunden, die fahren schlecht, aber ich finde
Ich fahr voll gut. Die mobben mich. Jeder mobbt dich. Ja. Guck ich dich auch gerade. So, müssen wir gleich links ab, wenn die Ampel noch rot wird. So, du scheiß Ampel, beeil dich mal hier. Wir fahren hier mal ein bisschen schneller, damit wir die Verspätung wieder rausholen. Aber das ist schon wieder die nächste Haltestelle. Ja, ich stehe jetzt schon 40 Sekunden an dieser blöden Ampel. Ja, hatte ich eben auch. Deswegen hatte ich wieder über 9 Minuten Verspätung. Jetzt habe ich gerade 8,5. Aber jetzt muss ich anhalten, weil es Gegenverkehr ist. Ich habe gerade richtig die Vollbremsung gemacht. Ja, Leute, ich bin zu spät. Ja, ich weiß. Heult nicht rum. Polizei musste kommen. Ich habe einen Unfall gehabt als Busfahrer. Das fand ich schön, aber selten. Guck mal, ich sage, sie fahren so schlecht, die Passagiere aussteigen. Aber dann nimmt doch aus, wo steigen alle aus? Wir nehmen den nächsten Bus hoch. Warum zum Blinker? So. Glaube, ich muss geradeaus, weil ich nicht die Haltestelle sehe. Beide fahren wir geradeaus. Manchmal ist die Beschreibung mit den Pfeilen echt kompliziert, aber ist halt so. So. In 12 Minuten sollen wir da sein, aber da wir ein bisschen zu früh sind, also schon in 11 Minuten. Grüne Ampel, die nehmen wir noch mit. Bisschen langsamer werden, hier reinfahren und dann leicht bremsen. So, bisschen noch ran. So, zack. X, zack, 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 zack. Und Lenkrad, das ist echt so komisch, mein Lenkrad muss die ganze Zeit kalibriert werden. Ja, keine Ahnung wieso. Aber 7,3... Jetzt geht's wieder, nee. 7 Minuten ist nach dem Unfall ja noch gut. In Hamburg schaffen die das ja auch so ohne Unfall, dass sie so viel zu spät kommen, ne? Ja. Sie haben sich... Was? Sie haben sich in unerlaubter Weise vom Unfallort entfernt. Dies ist eine Straftat. Wundern Sie sich also nicht, wenn Sie demnächst eine Vorladung bekommen. Es war ja nicht schwer, Ihren Bus zu identifizieren. Oh. Hast du jetzt ein... Bist du angezeigt oder was? Wann hatte ich denn einen Unfall? Vielleicht war es mit der Polizei? Nein, da habe ich ja die Polizei gerufen. Wann hatte ich denn einen Unfall? Komisch. Muss ich mir gleich mein eigenes Video nochmal angucken, um zu sehen, wann ich einen Unfall hatte. Ja. Also ich habe noch keinen Unfall, zumindest haben wir das Spiel nicht angezeigt. Ja. So. Sorry Leute, hatte ich eben mal die Ansage vergessen, deswegen muss ich eine überspringen. Ich weiß, es geht auch stumm, aber ich habe gerade den Knopf dafür nicht so schnell gefunden, deswegen. Oh, das war jetzt echt schlecht gefahren. Jetzt sehe ich mich. Komm voll auf den Kantstein. Fahr Auto und hab eine Haltestelle komplett verpasst. Das ist blöd. Einfach zu schnell um die Kurve gefahren. Zu schnell um die Kurve fahren. Sehr schlecht von mir genommen. Das war das erste Mal, das zweite Mal, wo ich wirklich sage, das war richtig schlecht, aber... Naja. War halt mit 80 Sachen um die Kurve, es war halt nicht gerade wirklich schlau. Aber dafür können die jetzt hier aussteigen, ist ja nicht viel weiter entfernt. Wie schon wieder ein Unfall? Ich habe gar nichts gemacht. Wieder Unfall? Ja. Und meine Elektrik ist gerade komplett aus. So, hier wollten gerade ein paar Leute dich einstecken. Warum auch immer. Anscheinend war ich wohl nicht den nahezu genug dran. Ja Leute, meine Elektrik geht hier gerade gar nicht mehr an. Hast du schon wieder Autounfall gemacht? Ja, aber ich habe nichts gemacht. Oh ja. So. Aber der Bus fährt noch, also. Geht die Elektrik an und aus? Nö, ich sehe nur nichts im Display mehr, aber der Bus fährt noch. Also okay. Ist mir scheißegal. Also es gibt ja einige Bugs.
Ja, kann jetzt auch... Ah, ich muss jetzt mal die Polizei rufen. Aber in letzter Zeit fällt mir das auf, kommt nicht mehr, dass ich schlecht fahre. Ja, witzig, mein Warnblinker geht nicht mehr an, dann kann ich... Ach, leck mich doch, ich fahre einfach weiter. Ich soll die Warnblinker anmachen, um die Polizei zu rufen, aber dadurch, dass die Elektrik ausgefallen ist, kann ich den Blinker nicht mehr anmachen. Ey, der Arsch schneidet mich, das Arsch schneidet dich. Ich will hier rausfahren, weil ich das Auto crashe, aber der Typ schneidet mich. Ey, Arschloch. Mann. Dieser Autofahrer in Berlin, ey. Ja, du hast halt die Arschkarte passt, ne? Ich hab grad die Arschkarte. Vor allen Dingen meine Haltestellenbremse geht nicht mehr. Ich kann keine Leute mehr ein- und aussteigen lassen. Das läuft gar nicht bei dir. Und schon wieder mein Lenkrad weg. So. Eine Tür auf. Wollen die noch einsteigen? Nein, wollen die nicht. Hm. Ich kann ja mal versuchen, meinen Bus zu reparieren. Die nötigen Reparaturen dauern 20 Minuten. Ja. Oh, ich habe wieder Licht im Bus. Hast du jetzt repariert? Ja. Hast du ja noch mehr Verspätung. Ich weiß, jetzt habe ich 38,2 Minuten Verspätung. 38? Aber ich kann nichts dafür. Jetzt muss ich erstmal die Polizei rufen, sonst... Jetzt habe ich 45 Minuten. Weil ich noch die Polizei rufen musste von eben. Ja, Leute, es tut mir leid, aber... Was soll ich denn machen? Wie spät ist es gerade bei dir? 19.37 Uhr. Alter, bei mir ist 18.59. Ich weiß. Meine nächste Haltestelle ist, glaube ich, auch schon... Ich glaube, ich müsste auch schon gleich da sein. Ah, nee, 53 ist gerade. Oh. Also muss ich jetzt... Also die nächsten 4-5 Minuten müsste ich eigentlich da sein. Okay. Ich will jetzt glaube ich noch ein paar Haltestellen, oder? Das ist nicht mehr so viel. Das, aber, ja. Aber ich fahre eigentlich gar nicht so schlecht und im Moment wird auch nicht gemeckert, dass ich hier schlecht fahre. Also. Zack, zack. Ah, ich muss schon sagen, das Spiel ist sehr detailliert. Ja, das stimmt. Also für Leute, falls ihr euch wundert, warum ich nicht angehalten habe, eben, da waren eben keine Fahrgäste. Deswegen, ich brauche ja nicht stehen bleiben. Die wollen auch anscheinend nicht einsteigen oder aussteigen. Hier ist auch keiner, der ein- oder aussteigen will. Da ist es ja auch schon gleich die Endhaltestelle und langsam hier rumfallen, dass wir keinen groben Fehler machen. Bist du schon da? Ich glaube, ich weiß nicht, ob ich hier allein muss. Was ist deine nächste Haltestelle? Ich glaube, ich bin gerade komplett falsch gefahren. Das ist blöd. Aber da stand, an der Haltestelle war halt keiner, ne? Mhm. Und dann stand da links abbiegen und dann bin ich links abgebogen. Ja, dann bist du richtig. Aber die nächste halt wird nicht umgeändert. Ach Leute, da wollten Leute aussteigen. Scheiße, egal. Ich bin richtig, ich bin richtig. Ich hab gar nicht mit gesagt aussteigen, Mann. Entschuldigung. Ach nee, jetzt wollen die jetzt aussteigen. So. So Leute, ihr könnt aussteigen. Es kann auch sein, dass sie da schon raus wollen. Na, egal. Ich bin auch nicht Gott. Fahr doch zu, Junge. Ich hab einen Fahrplan. Hat zwar schon 44 Minuten Verspätung, aber trotzdem. Ja, komm. Alter. Überleg, wo war das 44 Minuten auf deinem Bus, ey? Da ist wahrscheinlich der andere jetzt schon vor mir, der danach fährt oder so. Ich weiß nicht, in welchen Takt die da fahren. So, ich bin jetzt an der Endhaltestelle. Und jetzt kommt der Fahrplan speichern. Soll ich ihn speichern, Pascal? Nö, nee, brauchst du nicht. Heute weg und ja, damit ist doch gleich die Folge beendet, ne? Kommt jetzt noch irgendwas? Du wartest erstmal, bis ich da bin, ne?
Ja, aber ich kann jetzt ja eigentlich nur stehen bleiben, ne? Du musst nichts mehr machen, ne? Du kannst ja noch ein bisschen labern, ein bisschen scheiße oder so. Machst du öfters. Ich bin 8,5 Minuten zu früh da. Ja, Leute. Also meine Fahrt ist hiermit jetzt gleich beendet, ne? Jetzt müsst ihr eigentlich noch passen, ne? Ja, ich bin gleich auf der Glühwürmchenweg bin ich gerade. Und da wollen wieder welche ein- und ausschenken. Fuck, ich hab die Tür nicht mehr aufgemacht. Hä, wie kann man nochmal die Hintertür aufmachen? Einfach X drücken und warten. Geht von alleine auf, wenn er wieder raus möchte. Leute, nicht wundern, ich sag immer X, weil wir genau das gleiche Lenkrad haben und die gleiche. Ich habe ihm die Konfiguration fürs Lenkrad eingestellt, deswegen weiß ich auch genau, was er. Aber Leute, die Typen steigen nicht aus. Obwohl vorne die Tür zu auf ist. Ja, du musst hinten. Die wollen nicht aussteigen. Ja, ich halt an, die Tür zu laufen, aber die bist du nicht wirklich aus. Da? Ja. Wo bist du gerade? Nee, ist halt Nervenklinik. Nervenklinik. Ich bin bei der Endhaltestelle und hier will keiner aussteigen. Hier sind so zwei Haas und es wird mir auch nichts angezeigt, wo ich langfahren soll. Ja, keine Ahnung. Haben die Leute Pech gehabt? Bei mir stand letztens so eine Oma in der Tür. Die hing da fest. Oh, bei mir stand die gerade nicht aus. Ja, bei mir stand die nicht aus. Ja, passiert, ne? Ich bin auch gleich da. Ist halt so? Mit 44,5 Minuten Verspätung. Du warst wohl doch ein bisschen schneller. Hast du zu viel gerast hier oder was? Ich? Ja. Nein. Ich habe zwei Haltestellen übersehen. Ja, das habe ich doch Sinn. Ach so, ja. Eine Haltestelle, da standen welche, die habe ich nicht eingelassen. Und bei der anderen Haltestelle stand keiner, aber da wollten welche raus. Ja, dann können wir auch eigentlich schon die Motor hier ausmachen. Kannst ja den Bus ja abrüsten, also alles ausmachen und so weiter. Ja, mach ich gerade. Also der Motor müsste eigentlich aus sein, ne? Der Motor? Du musst nicht, ob du ausgemacht hast. Motor habe ich jetzt ausgemacht. Da können wir nochmal kurz hier die Heizung aus, ist auch dann aus automatisch. So, Lichter sind aus. Schöner Sitz habe ich hier übrigens. Quertaste drücken. Wo soll man hier denn drehen? Ich fahre hier erstmal quer über den Parkplatz. Oh, die Klappe noch offen. Ja, ist schlecht, wird ein Motor aus und Türen sind offen. Kannst du aber so auch machen. So. Nein, da muss ich erstmal die Elektrik anmachen. Ach, die Elektrik hat es auch schon aus. Ja, die habe ich jetzt ausgemacht. So. Aber es stehen noch immer vier Leute drin. Aber ist wohl ein kleiner Bug, ne? Ich, da könnten wir mal auch noch vorne ausmachen. So, Fahrplan. F. Zack. Zielschild Nervenklinik. Elektrik an. So. Sind's alle draußen? Mal ausmachen. Toll. So, jetzt rüsten wir hier den Bus nochmal schnell ab. Damit auch keiner auf die Idee kommt, hier einzusteigen. Obwohl, wenn die das rumsprechen, dann will hier sowieso keiner mehr einsteigen. So, bei mir ist auch jetzt die Fahrt zu Ende. Ich stehe hier gerade still in der Dunkelheit. Bin sogar pünktlich da. Du bist jetzt auch bei hier. Ich stehe jetzt auch um nächste halt Nervenklinik, ne? Ja. Um 19.05 Uhr wäre die nächste Fahrt bei mir losgegangen. Ja, bei mir geht's ja auch um 19.05 Uhr los, aber ich bin ja noch zu früh. Ich nicht. So, aber... naja, okay, dann bedanke ich mich recht herzlich Motor aus, elektrisch aus. Bis zum nächsten Mal, wenn's wieder heißt. Jo. Let's play. Sie 2. Hi. Ciao. Ciao.